Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, in dem ich euch die Geschichte erzählen und zeigen werde, wie ich mit einem Kraken Freundschaft schloss und er zu meinem neuen Lieblingstier wurde. Mit meiner Familie machte ich dieses Jahr 2023 Urlaub auf Elba und hatte an mehreren Stränden schon Aufnahmen für verschiedene Videos rund ums Schnorcheln, Freitauchen und Erkunden der Unterwasserwelten gedreht. Dabei hatte ich auch schon drei Tintenfische gesehen. Ein zehnarmiger Tintenfisch bzw. etwas genauer eine Sepie hatte ich in St. Andrea erspäht. Diese versuchte sich aber die ganze Zeit im Neptungras zu tarnen oder zu flüchten. Die zwei achtarmigen Tintenfische bzw. etwas genauer die zwei Kraken habe ich bei meinen Grottenerkundungen gesehen. Den einen Kraken fand ich ebenfalls bei St. Andrea am Ende meiner Tour zur Grotta del Papa. Dieser Krake schien aber zu schlafen und ich wollte ihn auch nicht weiter stören. Den anderen Kraken hatte ich in der Grotta Infrarosa gedreht. Dieser schien eher Angst vor mir zu haben und versuchte sich den Großteil der Zeit zu tarnen oder zu verstecken, zumindest hatte ich das so interpretiert. Bei diesem Kraken kann man auch schon schön sehen, wie er die Form seiner Haut ändert, mal mit Stacheln und mal glatt. Auch hat er meines Erachtens nach versucht, verschiedene Gebilde, wie beispielsweise einen Stein, nachzuahmen. Für mich war das absolut beeindruckend und faszinierend anzuschauen. An dem Tag, an dem ich meinen vierten Kraken auf Elba begegnete, war ich im Wasser vor dem Strand Sorgente unterwegs und auf dem Rückweg von meiner Schnorchel- und Freitauchrunde. Da machte mich meine Frau auf einen Kraken aufmerksam, bei dem ich Mühe hatte, ihn überhaupt erstmal zu finden, obwohl sie direkt auf ihn zeigte. Der Krake befand sich in einer Tiefe von ca. 1,50 m. An dem Tag herrschte schon etwas mehr Wellengang, sodass es in dem flachen Wasser schwierig war, am Boden halbwegs ruckelfreie Aufnahmen zu machen, da zum einen der Neoprenanzug so viel Auftrieb hatte, dass ich ständig nach oben gezogen wurde und zum anderen der Wellengang auch unter Wasser ordentlich an mir zog. Da sich auch der Krake vor mir versteckte bzw. in seinem kleinen Unterschlupf sehr zurückgezogen war, entschloss ich mich, meine GoPro-Kamera unten am Boden zu verankern, indem ich sie unter ein paar Steine klemmte. Nachdem ich die Kamera zurechtgerückt hatte, dauerte es nur wenige Sekunden und der Krake kam neugierig aus seinem Versteck, um die Kamera näher zu betrachten. Ich wartete im Wasser ein paar Meter daneben und schaute ihm zu. Beachtet mal, wie er im Versteck noch rot und mit kleinen Stacheln am Kopf ist und dann glatter und heller wird. Später ist er dann sogar mal ganz weiß. Er kam dann richtig aus seinem Versteck heraus, um die Kamera von nahem zu untersuchen und zog diese dann an sich ran. Dabei zog er sogar so sehr, dass die Kamera aus der Steinverankerung rutschte und nach oben trieb, wegen dem schwimmfähigen Griff. Absolut fasziniert von der Interaktion des Krakens mit der Kamera, platzierte ich diese wieder unten am Boden. Dabei beobachtete mich der Krake genau. Nun entschloss ich mich für etwas bessere Aufnahmen, ein paar Steine zwischen Kamera und Kraken zu entfernen. Man sieht, dass beim Ausrichten der Kamera und Steine entfernen, der Krake immer noch scheu ist und sich gefühlt erschrocken immer mal wieder ruckartig in seinen Unterschlupf zurückzieht. Als die Kamera dann stand, wagte er sich wieder etwas mehr aus seinem Versteck. Auch als ich wieder nah rankam, um die Kamera besser zu platzieren und noch ein paar Steine rüber zu rollen, wich er nicht mehr so vehement zurück. Ich hatte da schon das Gefühl, dass er etwas vertrauter mit mir war und mich nicht mehr als potenziellen Feind wahrgenommen hatte, sondern eher als jemanden, der ein Spielzeug brachte. Ich denke, dass das spiegelnde Kamera-Unterwassergehäuse und eventuell auch die Live-Videoaufnahme auf der Front der GoPro 9 seine Neugier geweckt hatten. Nachdem die Kamera wieder verankert war, griff er mit einzelnen Tentakeln danach, beachtet auch wieder seinen Farbwechsel. Leider macht die GoPro 9 aufgrund des Konzepts einer Actioncam keine scharfen Aufnahmen mehr von Sachen, die näher sind als 30 cm. Darum sind leider auch die Aufnahmen vom Kraken unscharf, als er näher kam. Um den Weg für die Aufnahme weiter etwas freier zu machen, räumte ich noch einen Stein weg. Zu diesem Zeitpunkt habe ich das auch noch nicht als eine Art von Spiel begriffen, sondern wollte nur den Weg zwischen ihm und der Kamera freiräumen. Ich hatte zwar mal eine Reaction von Robert Mark Lehmann über die Biologie von Kraken auf YouTube gesehen, mir davon aber nur grob gemerkt, dass Kraken ganz schön intelligent sind. Dass Kraken auch verspielt sein können, hatte ich erst im Nachgang nach diesen Aufnahmen rausgefunden. Nun beobachtete der Krake eine ganze Zeit lang die Kamera, ohne weiter damit zu interagieren. Daher beschloss ich, ihm die Sicht dahingehend zu versperren, um zu sehen, wie er reagiert. Seine Reaktion war für mich atemberaubend und ich hatte ein Dauergrinsen im Gesicht. Er schaute neugierig über den Stein und schnappte sich wieder die Kamera.
Dabei blieb zwar dieses Mal der Griff in der Verankerung, aber das Kameragehäuse wurde von ihm nach unten gezogen. Ich richtete die Kamera erneut wieder auf ihn aus und er versteckte sich dabei immer mal wieder scheu hinter seinen Stein. Möglicherweise hatte er in dieser Zeit auch das abgestorbene Neptungras gesammelt. Die Aktion von ihm, als er dieses Neptungras warf, so würde ich das mal nennen, ist mir erst im Nachgang auf den Videoaufnahmen aufgefallen. Leider weiß ich nicht, ob er nur seinen Unterschlupf sauber machen wollte, ob er sich tarnen wollte, obwohl er sich meines Erachtens nach zu diesem Zeitpunkt nicht groß versucht hatte zu verstecken, oder ob er vielleicht einfach nur spielen wollte. Ich hatte die Kamera dann immer mal wieder verrückt, um zu sehen, ob er danach wieder mehr darauf reagiert. Er beobachtete aber nur wieder, kam aber nach einiger Zeit dann etwas mehr aus seinem Versteck. Ich nahm nochmal den Stein weg und er quittierte dies mit dem Versprühen von Tinte. Vielleicht war da das Vertrauensverhältnis doch noch nicht allzu groß. Da er sich etwas unwohl zu scheinen fühlte, legte ich ihm wieder einen Stein vor seine kleine Höhle. Der Stein wurde von ihm wieder kurz erkundet bzw. mit einem Tentakel erfüllt, was dahinter ist. Das wiederholte ich nochmal und er kam beim zweiten Mal wieder etwas neugieriger hervor. Unter Missachtung der Fokusqualitäten der GoPro rückte ich diese etwas näher an ihn heran, damit er einen kürzeren Weg hatte, wenn er diese nochmal an sich heranziehen wollte. Hier sieht man, während ich versuche, die Kamera zu verankern, dass er nicht mehr zurückwich. Ich entfernte den Stein zum dritten Mal, aber der Krake blieb in seinem Unterschlupf und beobachtete nur. Als ich einen Stein wieder hinlegte, ich habe beim Steine hin- und wegräumen immer mal verschiedene Größen genommen, erkundete er nochmal zaghaft die Kamera mit einem Tentakel. Es folgte ein vierter Steintausch und ein erneuter, zaghafter Erkundungsversuch seinerseits. Beim erneuten Wegnehmen des Steins ergriff er seine Chance und wagte sich näher an die Kamera. Diese saß aber, glaube ich, zu fest, als dass er diese hätte wieder wegziehen können. Er stellte sich aber vorher auf und beobachtete. Unmöglich wie ich bin, legte ich wieder einen Stein in seinen Weg, aber er wich kaum zurück und ertastete wieder die Kamera. Dann stellte er sich richtig auf. Etwas, womit ich beim Ausrichten der Kamera nicht gerechnet hatte. Krake, du bist leider nicht mehr ganz im Bild. Da die Familie nun schon seit ca. einer Stunde wartete und wir langsam los mussten, schnappte ich mir die Kamera und baute seinen Unterschlupf wieder etwas mehr mit Steinen zu, damit er sich wieder verstecken konnte, wenn er wollte. Ich filmte dann noch ein paar Aufnahmen von oben und kam auch ziemlich nah an ihn heran. Zu dem Zeitpunkt wich er aber nicht mehr zurück, sondern kam mir sogar ein Stückchen entgegen. Ich muss sagen, dass ich ihn da schon ein wenig ins Herz geschlossen hatte, soweit man das von solch einer zufälligen und kurzen Begegnung sagen kann, da unser Spiel gerade mal circa eine Stunde gedauert hatte. Er war zu meinem Freund geworden. Und wie das bei einem Freund so ist, verabschiedete ich mich von ihm, indem ich ihm winkte.
und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin der Meinung, dass er mir zurückgewunken hatte. Auch wenn es vielleicht nur der Umstand war, dass er meine Bewegungen nachahmte. Als ich mein zweites Mal gewunken hatte, nun muss ich aber wirklich los, verließ er seinen Unterschlupf komplett und zog weiter, als wenn auch er fertig gewesen wäre und nach Hause ging. Tschüss, mein Freund, ich hoffe, es geht dir gut.